Ja, ein ganz herzlich willkommen zurück zum City Skyline Let's Play. Wir werden heute ein neues Spiel anfangen, weil da war einfach nichts mehr zu retten. Diesmal nehmen wir mal diese Karte. Ja, am alten Spielstand war einfach nichts mehr zu retten. Habe ich mal ordentlich verkackt, aber ich weiß immer noch nicht mehr wie vorher, denn ich spiele das Spiel beabsichtigt nicht außer der Kamera, damit ihr sehen könnt, wie ich dieses Spiel lerne. Und naja, es kann durchaus sein, dass wir noch ein paar Mal eine neue Karte anfangen müssen, denn ja, ich weiß immer noch nicht mehr als vorher, und wenn es dieses Mal wieder scheitert, naja. Aber ich bin froh, wenn wir jetzt endlich rein dürfen. Oder was heißt endlich rein dürfen, endlich losspielen können. Hallo, das hatten wir letzte Mal schon mal. Ich fange jetzt an, das Spiel erstmal zu pausieren. Das hätte ich letztes Mal auch machen können. Ich ziehe diese Straße diese zwei Straßen wie letzte Mal komplett durch. Tang, ja, also. Der Sound ist ja auch nicht gerade leise, ne? Obwohl, das ist Umgebungslautstärke. Ah, schon viel angenehmer und ich weiß auch wieder hier unten. Ein Wohngebiet zu. Ich hoffe, das heißt Wohngebiet, wenn ich nenne es jetzt einfach Wohngebiet. So. Jetzt habe ich die schönste Verlegung, aber ich. So, jetzt kann ich es drum, schätze ich, brauchen wir hier. Dafür nehmen ich. Och, guckt mal, da oben ist doch perfekt für die Windstromerzeugung. So. So, jetzt. Muss das da oben immer angezeigt werden? Nein, 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 so. Nach da in den Strom gelegt. Ich bin schon nach hier oben den Strom, da wird dieses Mal die Wasserpumpe stehen. Die wir direkt auch mal anschließen können. Wasserpumpe! Wasserpumpstation pumpt Wasser direkt aus einem Gewässer in der Stadt. Platzieren Sie diese Pumpe so, dass sie Frischwasser aufnehmen kann. Okay. Müsste doch hier der Fall sein. Dieses Mal drauf. Also. Ich lege einfach gerade durch, sieht einfach auch unterirdisch schöner aus. So, damit dürftet ihr, sobald die Station dann noch pumpt. Ja, WASD mal wieder. Also für alle, die es wissen wollen, es wird mit WASD die Kamera gesteuert und nicht mit den Pfeiltasten. Ein Fehler. Anscheinend müsst ihr doch jetzt pumpen und dann. Genau, jetzt bestellen sie sich aber noch weiter, denn jetzt mal ins Wirtschaftsfenster. Ein gehöhtes Budget vorausgesetzt sollten Strom. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Aber da wir ja jetzt selbstverständlich in der Stadt das hier haben wollen, ne? Wir sind ja nicht dumm, ne? Wieso was? Doch, ich glaube, kann ich so anschließen.
So. Und ich hätte vielleicht... So. Ja, also ich warte jetzt gerade, was so passiert. Ob das alleine weggeht oder... Oder hat... Wollte ich gerade sagen, wir, die braucht doch bestimmt Strom. Ich hoffe, dass diese zwei Windanlagen reichen an Strom. Nur mal... Ganz am Rande. Hast du jetzt auch Strom? Laut dem Symbol ja nicht. Ist das Symbol weg? Das heißt, ich gehe davon aus, dass es Strom hat. Wenn die aber Strom haben, berichten sie einmal. Ja, das lese ich gleich vor. Gut, weg. Zum Freischalten weiterer Dienstleistungen und Vergrößerung der Bevölkerung müssen sie Meilensteine errichten. Klicken sie auf die Meilensteinschaltfläche, um herauszufinden, was freigeschaltet werden kann und wie. Machen wir das doch mal. Das ist die Doch klar, Meilenstein. Was bist du das jetzt? Bereiche. Ja, Meilensteine. Steuern. Im Geldfenster können Sie die bestehenden verschiedenen Gebiete jetzt anpassen. Darlehen. Sie können kleine Darlehen mit geringen Zinsen aufnehmen. Also. Wenn ich jetzt mal hier nach gehe, wollen die gleich auch Shopping-Möglichkeiten haben. Darum werde ich mich wahrscheinlich auch kümmern. Nur jetzt möchte ich mal gucken. Wir wollten ja zuerst keinen Darlehen aufnehmen. Wir haben keine Einnahmen. Das ist schlecht. Darum müssen wir uns jetzt mal sofort kümmern, indem wir Gewerbemöglichkeiten schaffen. Und selbstverständlich auch Industrialmöglichkeiten. Wobei ich das für kluger halte, hier hinten die Gewerbegebiete reinzubachen. Gewerbe ist zwar schön und wichtig, aber ich möchte nicht so... Ich möchte es hinterher aufgeteilt haben. Viele kleine Gewerbeflächen als... Ja, also... Ich spiele es immer noch zum ersten Mal. Und erstmal gucken, wie sich Gewerbe überhaupt und so entwickelt. Ich kenne das Spiel ja noch gar nicht. Ich weiß ja nicht, ob ihr es kennt. Einige Zuschauer bestimmt, weil... Und ich brauche Industrie. Die würde ich doch ganz gerne nach hier oben vorlegen. Industrie ist... Viel ist am Anfang gut, denn Industrie bringt... Im Normalfall... Viel Geld kann man hier hinterher immer noch reduzieren. So. Jetzt sollten wir gleich auch unsere Einnahmen kriegen, denn die haben jetzt das. Die hier, ich schätze das mal als. Beim Bau von Hochstraßen können Sie die Straßenebene mit Bild anheben und mit Bild also damit sind ja wahrscheinlich die Bildtasten gemeint. Und was tut sich in der Industrie? Die wird auch langsam aufgebaut. So. Und im letzten Video konnte ich leider nicht hervorheben, ob ihr dieses jetzt mögt. Deswegen mache ich es jetzt einfach weiter. Und dann würde ich mich doch jetzt, wenn das hier so passt und ich dann gleich auch Einnahmen habe durch dadurch. Wir sollten jetzt vielleicht mal gucken, dass wir die im Finanzfenster so kann man doch bestimmt die Steuern. Ich hole das Budget jetzt bei Strom und Wasser mal auf 80% für den Anfang. Einfach um die Ausgaben auch so ein bisschen zu reduzieren. Und ich würde jetzt gerne, da nehmen wir Steuern ein, da auch. Problem ist, nicht genug, um am Ende, obwohl,
Oder wird da schon unsere Bauten mit reingenommen? Weiß ich nicht. Und ist ein neues Infofenster mal wieder aufgegangen. Rufen Sie die Infoansicht auf, um sich über verschiedene Info. Okay. Ah. Ah, das habe ich. Das habe ich ja die ganze Zeit gesucht. Jetzt kann ich hier sehen, wo überall Strom ist, also so quasi überall. Hier wird Strom benötigt. Also wo Strom benötigt wird, so wie hier und kein Strom ist, sollte ich mir vielleicht mal ein paar Stromkabel hinlegen. Ort ist bereits belegt. Das heißt, hier müsste er doch theoretisch Strom bekommen. Wird ja auch so angezeigt. Gut, jetzt habe ich ja gar nicht daran gedacht, dass die sind aber auch unter Strom. Du könntest aber vielleicht Wasser haben wollen. Wie sieht's denn da mit Wasser aus? Geht auch durch eigentlich. Er will aber Strom haben, das ominöse hier dran ist. Ich lege jetzt hier mal einfach. Ort ist belegt. Da frag ich mich ja jetzt wieder, was ist das, womit es sich auf sich hat? So. Im reduzierten Bereich. So, wie viel, wieso? Nicht genug Strom. Das heißt, die Windkrafträder können wahrscheinlich nicht genug Strom jetzt produzieren. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich noch ein weiteres bauen. Jetzt haben wir zwar nicht mehr genug Geld dafür, aber wir gucken mal, ob es jetzt besser ist. Genügend, ja. Eigentlich müsste es doch jetzt nach einiger Zeit mal gucken, ob es auch im Strom, ob das Stromnetz daran auch so anschließt. Das meine ich nämlich nicht. So. Jetzt muss er auf jeden Fall genug Energie kriegen. Wie steht's um die Gebäude? So, kann ich das nicht hier runterziehen? Schade. Ja, muss ich. Mich interessiert jetzt. Also, das tut mir zwar total leid, aber um nicht bankrott zu gehen. Strom 50%. Wasser 50%. Ich muss die Ausgaben gerade so weit reduzieren, wie es nur geht. Denn wir machen hier gerade immer noch Verluste. Aber es wollen ja auch anscheinend neue hier hinziehen. Das heißt, mit dem letzten Geld lege ich jetzt mal Straßen und neue Wohngebiete aus. Und dann könnten wir auch so langsam zum Schluss dieser Folge kommen. Nicht genug Geld. Mensch, wie. Trotzdem lege ich jetzt das aus, was ich kann. So. Hier zwischen können sich auch noch welche einnisten, wenn sie wollen. Hier eigentlich auch so. So, Freunde, und dann würde ich sagen, sind wir auch am Ende mit diesem Let's Play mal wieder.